Ja, herzlich willkommen zum ersten UTMB Daily Update 2021 von Trail Magazin, powered by On. Ich habe neben mir Eva sitzen, Eva Sperger, die kennt ihr alle. Ja, unsere Hoffnung kann man sagen, unsere deutsche Hoffnung. Eva, bevor wir zum Interview kommen, ja, machen wir erst was anderes. Ich weiß, dass du ja zwei Drittel der UTMB-Strecke schon im Training abgelaufen bist. Und du hattest mir danach geschrieben, eine Stelle, die hat es dir besonders angetan. Welche war das? Ja, das ist vom Col de Monté hoch und man läuft dann oben entlang, das ist jetzt hier, und mit Blick auf Mont Blanc. Und da weiß man, wenn man da oben ist, also solange man nicht noch irgendwie stolperblöd oder so, Gott bewahre, aber dass es da einfach rum ist. Und wenn man da gegen Sonnenuntergang ankäme, wäre das eigentlich so der absolute Gänsehautmoment. Genau, und damit ihr wisst, was Eva genau meint und weil dieser Anstieg so besonders ist. Erstens ist er steil, zweitens kann sich ja durchaus noch einiges verschieben und eben genau dieser Blick, der dann da ist und was man da fühlt als Läufer, dass ihr euch das vorstellen könnt. Deswegen waren wir gestern da und haben uns das in Ruhe angeschaut und für euch einen Streckencheck gemacht und den gibt es jetzt vorne ab. Viel Spaß damit. Wir befinden uns mitten in der UTMB-Rennwoche. Vor uns liegen noch der CCC und der UTMB und beide kommen hier vorbei am Col de Monté. Der Col de Monté ist quasi der Einstieg zu dem letzten großen, zum letzten großen Anstieg von beiden Rennen. Und was der in sich hat, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. So, wir sind mitten im Anstieg. Die UTMB-Leute, die haben jetzt 155 Kilometer und über 9000 Höhenmeter drin. Und ab hier wird es jetzt langsam steiler. Wir sind jetzt ungefähr bei einer Steilheit von 20% und flacher wird es jetzt nicht mehr. Und das geht richtig in die Beine. Wir haben jetzt ungefähr schon 300 Höhenmeter hinter uns und das schwierigste Stück kommt jetzt noch. Wir befinden uns jetzt zum letzten Abschnitt und der ist wirklich nochmal echt entscheidend. Und wie entscheidend er ist, das sieht man zum Beispiel daran, dass 2019 Courtney DeWalt hier allein dann im Anstieg nochmal eine Viertelstunde verloren hat auf Christine Berglund. Die hat zwar dann trotzdem noch ihren Sieg ins Ziel retten können, aber wenn man hier nur 10 Minuten Vorsprung hat, dann ist noch gar nichts gewonnen und hier hoch muss man richtig kämpfen. Ja, wir sind am Tête de Vent angekommen, am höchsten Punkt. Und die letzten 2-3 Kilometer, die sind echt nochmal hart, weil man denkt, das hat einfach kein Ende. Aber ab hier ändert sich die Stimmung. Man weiß, man hat es fast geschafft. Unten im Tal liegt Chamonix und von hier aus sind es nur noch ungefähr 6 Kilometer bergab. Über Flegère und dann von dort aus Vorstraße einfach laufen lassen. Und wenn man dann unten angekommen ist, dann heißt es einfach nur genießen. Ja, wir sind zurück mit Eva. Ja, wir haben uns den letzten Teil angeguckt, aber sind wir mal ehrlich, wenn man es dann bis zum Col de Monté geschafft hat, da gibt dann keiner mehr auf. Das heißt also, die große Herausforderung sind die 155 Kilometer bis dahin und dann beißt man sich schon irgendwie durch. Ja. Und bis dahin zu kommen, das ist halt nicht so ganz einfach. Du hast es 2019 selber gemerkt, da war dann irgendwo zwischen La Folie und Champelac, das heißt Kilometer 120, war irgendwo dann der Saft raus. Was nimmst du mit von 2019? Was hast du gelernt, wo du sagst, okay, das muss ich jetzt besser machen, das waren meine Fehler und was hast du dir vorgenommen, besser zu machen? Also auf alle Fälle langsamer starten. Ich wusste damals auch, dass das ein sehr, sehr schneller Start wird. Und trotz alledem, wenn man da in diesem Flow drinnen steckt und sich denkt, ach, fühlt sich doch super an, war es einfach zu schnell angegangen. Painfully slow ist so ein Satz, den ich im Hinterkopf habe. Mhm. Also schmerzhaft langsam zu starten. Also du würdest eigentlich gerne ein bisschen schneller laufen und das dann ein bisschen schneller würde ich gerne, aber so, das ist dieses painfully slow quasi. Ja, genau. Also painfully here slow im Kopf vor allen Dingen auch. Ja, ja. Mhm. Und
Die andere Sache ist, denke ich, dass einfach so dieses ganze, der ganze Trubel und wie viel Aufmerksamkeit da drauf liegt auf dem UTMB, dass mich das 2019 schon auch sehr gestresst hat wahrscheinlich. Mhm. Und dass jetzt einfach eine andere Einstellung da ist. Mhm. Also gefühlt ist es jetzt einfach mein Rennen. Ich möchte diese 170 Kilometer bewältigen. Und nicht für jemand anders oder nicht um jemand anders unbedingt was zu beweisen oder auch nicht der Druck, der extern da ist, sondern ein bisschen der Druck rausgenommen. Ja, einfach mehr Fokus so auf, mhm, auf mich. Auf welchen Teil oder auf was freust du dich am meisten? Puh. Also sicherlich, ja, auf den Punkt oben Le Flerge, also Flechère heißt es. Ja, genau, Le Flerge. Wenn man da angekommen ist, dann ist es einfach, ja, oder einfach dieser Weg, der sich so ein bisschen hoch, runter da entlang schlängelt, mhm, wenn man da angekommen ist. Ich glaube dann, also das war schon, als wir da jetzt oben gelaufen sind, einfach absolut. Also der Gänsehaut. Punkt, wo es dann runtergeht, nach der vor dir Chamonix, das, was wir auch im, ja, Video vorhin gesehen, ja, haben. Ja, genau, Blick rüber, wenn man da ist, dann ist es, glaube ich, super cool. Und ja, schon auch in Champelac anzukommen. Also man weiß, okay, da ist es nochmal super viel, was kommt, aber, ja, es ist so schon noch ein Zwischenpunkt. Ja. Jetzt war gestern der TDS mit wirklich schlimmem Wetter und ja, großen Herausforderungen, einer großen, mhm, Droprate auch beim PTL. Wenn du jetzt einen Wunsch hättest an den Wettergott quasi, bist du eher, also wünschst du dir eher heißes Wetter, sagst du, das ist eher dein Vorteil, oder sagst du, es kann von mir aus regnen, was geht, dann bin ich mental stark. Ein Wunsch an den Wettergott, was wünschst du dir? Ja, normalerweise ist es so, dass ich sage, schwierige Bedingungen sind cool, weil das ist mir auch irgendwie gewohnt, aber momentan ist es halt einfach so heftig, oder, mit dem Hagel von gestern, was die für Bedingungen hatten, oder wenn es halt so ein Starkregen ist, das will man echt nicht zusätzlich als Aufgabe haben. Ja. Also wenn ich es mir wünschen dürfte, dann wäre es halt um die 15 Grad, ja, Sonne. Aber ich meine, wann ist das schon mal so? Es sieht ja gar nicht so schlecht aus. Also das große Gewitter ist durch. Ich, mhm, wünsche euch, dass es diesmal eben kein Drama da ist, zumindest vom Wetter. Ja. Und, bisher ist perfekt. Bisher ist perfekt jetzt. Und was vorher gesagt ist, ist perfekt. Also quasi Rekordbedingungen, kann man fast sagen. Ne? Was wären denn so die Favoriten für dich, die vielleicht auch so einen Rekord brechen könnten? Top 3 Männer, Top 3 Frauen. Was wären so deine Favoriten? Bess Pascal, bin ich sehr gespannt, mhm, die einfach Western States jetzt gewonnen hat und immer Platz 4, Platz 4, Platz 4 und, ja, so. Und jetzt halt auf einmal wirklich der hart gearbeitet, mhm, hat und so. Das würde mich super freuen, wenn die einfach auf Platz 1 landen würde. Mhm. Und bei den Männern, ja, drücke ich einfach total Hannes Namberger die, okay, die alle Daumen. Und dahinter, was sind so noch die weiteren Favoriten für dich? Platz 2, 3? Janosch bin ich auch gespannt. Tatsächlich bei den Deutschen so weit vorne? Ich weiß es nicht, keine, mhm, Ahnung, aber es ist einfach nur, wem drücke ich die Daumen. Okay, ja, okay, für dich die Favoriten. Das wäre einfach cool, ja. Und sonst weiß ich gar nicht. Also das, ich finde, das sind so ein gutes Feld, dass absolut, man, also ja, das kann alles passieren so dieses Jahr. Ja. Alles klar. Eva, vielen Dank für das kurze Interview. Ich glaube, das waren tolle Insights, die du gegeben hast, von deinem Training aber auch, und auch ein paar Insights für euch draußen, wenn ihr Eva folgen werdet, worauf ihr quasi warten könnt, ja, wo ihr wisst, wo freut sie sich drauf, ja, auch was für ein Wetter wünscht sich, ist das optimal oder ist das nicht optimal. Wir werden auf jeden Fall live auf der Strecke sein, wir werden beide da sein, wir werden Fotos machen, wir werden euch ständig auf dem Laufenden, ja, halten, wo du stehst. Das ist voll cool, ja. Und von dem her folgt einfach unserem Instagram-Kanal, dem Trailmagazin Instagram-Kanal. Und genau, dann seid ihr auf einem Laufenden und könnt das Ganze ganz hautnah mitverfolgen. Eva, vielen Dank und natürlich von uns allen viel Glück. Danke, danke.